Mr. Mike. Mr. Mike. Jo, Mr. Mike, wie der Titel schon sagt, sind wir auf Schatzsuche. Ich habe mir einen Metalldetektor gekauft, besser gesagt zwei, einen großen und einen kleinen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Ich habe mir jetzt nicht das krasseste Teil gekauft. Ich wollte einfach nur so ein bisschen experimentieren. Ich habe sehr viele Videos auf TikTok gesehen und da bin ich dann irgendwie auf die Idee gekommen, hey, das könnte mir und vor allem meiner Kleinen doch auch Spaß machen. Und es wurde bestätigt, es macht uns beiden einfach richtig krass viel Spaß. Also in erster Linie habe ich mir das nicht gekauft, um die fetten Schätze davon zu entdecken und davon reich zu werden. Nein, Mann, es ging mir wirklich um den Spaßfaktor und das hat sich einfach sowas von bestätigt. Es macht so unglaublich viel Spaß, ich kann es dir gar nicht begreiflich machen. Das musst du selber testen. Vor allem dem Kind nochmal was ganz anderes, dem macht es natürlich noch mehr Spaß. Das ist so richtig. Ja, du bist auf Schatzsuche einfach. Ne? Du weißt ja nie, was du findest. Auch wenn du natürlich zu 90% nur Müll findest, irgendwelche Kronkorken oder alte Metallsachen, verrostetes Zeug oder sonst was. Aber die Suche, das Buddeln, das macht einfach so Spaß. Echt für Groß und Klein. Also mir macht es wirklich auch Spaß. Und daher super Sache. Man ist auch noch gerne draußen. Ne? Dann auch in der Verbindung mit Steine suchen. Für mein Kind einfach großartig. Die perfekte Kombination in allem. Toller Schatz, ne? Ja? Toller Schatz. Yay. Unser nächster Schatz. Super. Und den Metalldetektor, den ich da gekauft habe, ich glaube 50 Euro mit Schaufel inklusive, dann noch der kleine 20 Euro, ist echt ein Schnäppchen und er funktioniert halt wirklich auch einwandfrei. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass er so gut funktioniert. Okay, wir haben was. Wenn du jetzt natürlich aus bist, um fette Schätze zu suchen, ich glaube, da bist du bei mir in der Gegend auch falsch. Da musst du schon wissen, wo du suchst. Dann natürlich muss man so sagen, wir sind hier in Korinthenkacker, Deutschland. Du darfst nicht einfach irgendwo nach Schätzen suchen, ne? Wenn dir das Grundstück vor allem nicht gehört. Da musst du schon aufpassen. Und natürlich auch wichtig, was ich in dem Video auch noch sagen werde, wenn du ein Loch buddelst und du fertig bist, mach das Loch bloß wieder zu. Ich meine, das gehört sich natürlich auch, ne? Da könnte irgendjemand reinfallen, sich verletzen oder sonst was. Das sind dann aber so grundlegende Dinge, wie ich finde, das ist eigentlich selbstverständlich, oder? Also nach aktuellem Stand haben wir noch keine großen Schätze gefunden. Ich muss immer noch arbeiten gehen, ich habe immer noch nicht ausgesorgt und solange ich immer noch YouTube mache, könnt ihr davon ausgehen, dass ich immer noch keinen Schatz gefunden habe und weiter suchen werde. Und wie gesagt, noch einmal, das mache ich eigentlich nur zum Spaß. Was? Das ist wahrscheinlich. Na toll. Noch was? Das war wieder ein toller Schatz, hä? Blechteil. Aber wie ihr seht, wir tun was für die Umwelt. So. Wir zumachen das Loch, ganz wichtig, nicht, dass die Leute hier reinfallen. Ja. Oh Mann, man freut sich immer, dass was piepst, gell? Ja? Und dann? Auch wenn man natürlich immer so einen kleinen Kick dabei hat, was ist jetzt hier unter der Erde vergraben? Was schlägt hier aus? Was ist es? Was aber echt gut funktioniert, ist halt dieses Teil. Ich finde echt sehr geil. Wenn du da aber näher hingehen musst und ein bisschen ins Detail gehen musst, dann empfehle ich diesen kleinen noch dazu. Ich habe mir die separat gekauft, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und mit den beiden zusammen, Alter. Echt, erstmal groß hier, flächendeckend suchen, du findest was und dann gehst du mit dem her und der Schaufel und du findest safe was. Echt, bis jetzt alles gefunden. Echt cool. Kann ich echt empfehlen. So, das ist das, was wir heute alles gefunden haben. Unsere ganzen Schätze. Na, sieht nicht schlecht aus, oder? Jedenfalls haben wir der Umwelt was Gutes getan, gell? Daher schon mal nicht schlecht, oder? Ansonsten, auch wie immer, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Feedback geben, euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike.
Yo, Mr. Mike.